Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Im letzten Part waren wir mit unserer hier glücklich stehenden Fiona das erste Mal auf ihrer Arbeitsstelle und haben richtig viel geschafft. Wir haben einen super Tag gehabt, haben viele Leute kennengelernt und viel mit den Kollegen geschwatzt, haben mit dem Erfindungsbauer geplaudert und ein Momentum-Konservator erfunden. Den haben wir auch hier im Inventar drinnen, ne? Da kommt, warum geht das nicht? Weil... ach so. Ich bin auf der falschen Person. Ich merke ja auch gar nichts, ne? Also hier haben wir den irgendwo. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Ah, da. Da, das Ding da. Genau. Und ein paar Elemente haben wir noch gefunden und einen Durchbruch gehabt und ja, lauter so Zeugs. Und jetzt sind wir endlich nach Hause gekommen und ich würde sagen, die Maus muss dringend mal... ja, eigentlich auf Toilette und was essen. Dann gehst du gerade hier, das ist in Ordnung. Gehst du mal dahin und guckst mal, was im Kühlschrank ist. wir haben noch... Ah, ist ja Hähnchenpfanne. Ja, das ist perfekt nach so einem Arbeitstag. So, kannst du schon mal machen. Und wir haben auch noch irgendwie die Dinger da rumliegen. So, mach mal. Die Donika war auch fleißig am Arbeiten. Da kam eine Mitteilung, dass die das gemacht hat. Oh, guck mal. Das sieht aber auch lecker aus. Ja, sehr schön. Ess du mal fein. Was macht Kira? Kira ist am... Oh, schwimmen. Ja, fein. Und hat auch, glaube ich, ordentlich gearbeitet. Oder warst du daheim? Ich habe gar keinen Plan mehr. Ah, nee, sie hatte frei. Ja, die gute Frau hatte frei und hat sich natürlich, weil ich nicht dran dachte, nicht ums Schreiben gekümmert. Okay, das heißt, du kommst jetzt hier mal raus und gehst bitte hier mal ein bisschen schreiben, ne? Geh mal weiterschreiben oder schreiben üben. Nee, eigentlich kannst du weiterschreiben. Ist ja Quark mit Soße. Hier. Nicht, nicht an die Gitarre gehen. Das ist zwar auch hübsch, aber ja, du siehst immer noch gut aus in deinem Bademantel-Anzug. Bademantel. Ah, ja, ja. Aber ein bisschen Sport würde ja auch mal nicht schaden, oder? Mal gucken. Ja, obwohl es geht. Nee, es ist in Ordnung. Warum weinst du jetzt? Wieso bist du traurig? Familiensehnsucht. Familienbewusste Sims müssen Zeit mit der Familie verbringen. Ja, gell, jetzt seid ihr alle am Arbeiten, da ist gar keine Familienzeit mehr da. So fürchterlich, ehrlich, das ist der Hammer. Ja gut, schreibt trotzdem mal weiter. Und ihr unterhaltet euch, genau, frag sie doch mal nach ihrem Tag. Das ist eine ganz tolle Sache. Hey, bleib mal da, du bitte, bleibst du da, gefälligst mal. Hey. Frag, bleib doch mal da. Mit alten Freund Schäkern. Geht auch, ja. Ach so, sie wollte auf Toilette. Entschuldigung. Nach Tag fragen, da haben wir es doch. Ich hab's doch gesucht. So, und du kannst ruhig weiter essen, ne? Lass dich nicht ablenken. Ja, Leute. Gut, ich wollte mal gucken, hat von euch schon einer seinen... Teil aufgemacht. Das von Donika liegt da noch und deins auch. Okay, ihr könnt alle heute Abend noch eure Teile aufmachen. Was will sie denn schon wieder? In den Himmel gucken, Rückwärtssalte und Raketenmission beenden. Okay, okay, okay. Donika, wolltest du nicht mit deiner Schwester plaudern irgendwie? Nö, ne? Ach, komm her. Kannst du so, warte mal, halt, stopp. Oh, Luna ruft an. Hi Mädels, heute Abend ist in der Bar Ladies Night. Na los, profitieren wir von den günstigen Getränken. Oh, wen habe ich denn jetzt gerade drauf? Sie oder sie? Warte mal. Sie ist ein bisschen müde. Ah, ich weiß nicht. Sollen wir? Ja, komm. Blödes Lama, Ladies Night. Ja, kommt, auf geht's. Das machen wir jetzt einfach mal ganz frech. Warum nicht? Dürfen wir noch jemanden zum Mitreisen wählen oder nicht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Wurden wir da nicht gefragt? Nee, ne? Oh, ich hätte beide gerne mitgenommen. Na gut. Hat auch so schön dargestanden. Hi, Mädels. Wenn nicht, holen wir uns die Fiona so hierher. Mir dann auch egal. Ich will schon mit beiden. Bisschen. Das macht bestimmt Spaß. Fiona braucht noch Spaß. Da, jetzt sind wir nur zu zweit. Ich hab's gewusst. Stopp. Fiona, nein, nix da.
Fiona kommt bitte auch hierher. Upp. So, wo ist sie? Da, genau. Oh, musst du mal auf Toilette? Es sieht so aus, als müsstest du auf Toilette. Gut, machen wir eine Gruppe. Aktionen. Ausgruppe. Nee, warte mal, wie geht denn das? Ja, so, da muss ich drauf. Kann ich mit dir auch? Ja. Du musst natürlich ab, auch zu der Gruppe dazu. Ist ja wohl klar, sonst funktioniert das nicht. Ja, kurz mal mit dir schwatzen wäre aber auch schon schön, ne? Mal Tag verschönern. So. Auch wenn du gerade dringend auf Töpf musst. So, was musst du denn? Du musst auf jeden Fall Spaß haben. Wo sind wir denn hier? Ei, guck doch mal da. Ei, hallo, wer ist das? Hm, was willst du machen? Sag dir mal hallo, genau. Mal freundlich vorstellen. Wer ist das? Hm. Guten Tag. Warum hast du jetzt... Nee, egal. Hm, wer bist denn du? Axel Jansen. Ja, okay. Ja, unterhaltet euch ein bisschen. Genau, ist in Ordnung. Oh, wer kommt denn da? Dich kenne ich doch auch. Hallo. Wieso bist du so traurig? Sophia Bjergsen. Hallo, komm doch auch mit zu uns. Mal freundlich vorstellen. Schadet ja nie. So, und ihr seid dann auch am Tralatschen, genau. Okay. Hm. Die kennen sich ja dann auch. Ach, das ist schön. Guckt mal, da wird man umarmt. Toll. Ah, Fiona hat folgendes Merkmal von Yuki kennengelernt. Sie ist ein Geek. Hm, tolles Schild hier auch. Hm, da kriege ich ja wieder Hunger, wenn ich da drauf gucke. Okay, wie wäre es denn, wenn ihr mal die Ladies Night ausnutzen, mal ein Getränk für die Runde bestellt? Getränk bestellen, Getränk für die Runde bestellen, genau. Was wollen wir denn mal? Oh, Malzbier, ich hätte ja auch mal wieder Lust auf Malzbier, muss ich ehrlich gestehen. Jo, kommt, nehmen wir mal so ein leckeres aussehendes Malzbier da und ja. Und du geh lieber gleich erstmal auf Toilette, bevor du dein Malzbier trinkst, sonst machst du dir wirklich gleich in die Hose. Und dann können wir mal eine Runde Lama spielen und dann auch schon wieder nach Hause. Jetzt ist sie wieder nicht gegangen. Och Mädel, du machst dir gleich in die Hose. Hm? Ja, holt euch was zu trinken. Fiona, schnapp dir dein Getränk. Danke. Oh, ist das schön. Können wir einen Toast ausbringen, wenn wir das Getränk in der Hand haben? Nee. Nimm doch mal dein Getränk, Mädel. Oder kannst du das machen? Du hast dein Getränk in der Hand. Prost, genau. Mach mal Prost. Ah. Prost auf meinen überstandenen ersten Arbeitstag. Ja, aber Donika will nicht trinken, oder wie? Donika, du hast dein Getränk hier vor dir stehen. Dann trink es doch auch mal. Irgendwie... Ah, eben hat es gerafft. Okay. Ja, schön. Das ist doch toll. So, ist Luna jetzt endlich auf dem Topf gewesen? Jawohl, das passt gut. Und dann würde ich doch sagen... Ich weiß nicht, könnt ihr eure Getränke mitnehmen? Zusammen spielen. Geht doch alle mal eine Runde Lama spielen. Oh, wir hätten auch Tisch kickern können. Aber Lama ist auch schön. Lama ist immer schön. So, kommt. Hör mal auf zu plappern. Und du auch. Und geht mal zusammen spielen, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob es geht. Huch, was ist da? Irgendwas ist mir eben ins linke Ohr Aha! Geplumpst. Ja. Da hat jemand... Wer war das? Wie heißt du? Halt, stopp! Nicht weglaufen. Wie heißt du? Elena Jakob. Rein theoretisch müsste ich jetzt mit Donika hier hingehen und die anmeckern, weil die da die Mülltonne umgeschmissen hat. Aber da wir das ja durch die Wand nicht mitbekommen haben, gehe ich mal von aus. Und wir sind ja auch nicht im Dienst, genau. Wir sind nicht im Dienst. Komm, Luna, mach mit. Luna! Hey, Maus, guck mal, hier sind noch zwei Stühle frei. Komm, spiel mit uns. Mach mit. Wir brauchen Spaß. Hm. Und Lama spielen beruhigt die Nerven und bringt Spaß. Mal gucken, wer gewinnt oder verliert. Wow. Tobias hat 1806 Simoleons mit nach Hause gebracht. Und tolle Arbeit geleistet. Sehr schön. Ach, und ich muss ja wieder... Du sollst doch... Moment mal. Schreiben aufbauen, bitte.
So, und wie sieht's bei Tobias aus? Was braucht der noch? Der braucht doch immer noch Comedy, oder? Ah nee, das hatten wir geschafft, genau. Okay, ja gut. Dann darf sich Tobias einfach mal ausruhen. Ja, und du hast das Klötzchen gefunden, hä? Ja, ja. Hm, ja, ihr müsst da ganz ruhige Hände haben. Ach, das ist doch schön. Danke, Luna, für die Einladung. Und hier kannst du dich mit der noch ein bisschen anfreunden. Was ist da? Level 5 der Schreibfähigkeit erreicht. Ja, Kira kann jetzt Sachliteratur schreiben. Sie kann ihre Werke an einen Verlag verkaufen. Genau darauf habe ich gewartet. Und vor anderen Sims Liebesgedichte rezitieren. Ach, nicht Lieblingsgedichte, Liebesgedichte. Ja, schön. Okay, gut. Dann könnt ihr mal wieder aufhören hier. Oh Gott, sie ist müde. Ja gut, wir haben ja auch schon 23 Uhr irgendwas. Kommt, Mädels, dann gehen wir noch eine Runde tanzen, würde ich sagen. Hm, wo ist das Tanzdings da? Hier. Hm. Aber ganz schön voll hier, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, geht mal Runde zusammen tanzen. Und dann gucken wir, dass wir heimkommen. Also hier nicht zu lange machen. Die müssen die eigentlich morgen wieder arbeiten? Wie ist denn das? Ah ne, wir haben frei. Ach, dann ist ja gut, dann ist nicht schlimm. Dann könnt ihr noch ein bisschen quatschen, noch ein bisschen kennenlernen und noch ein bisschen lustige Geschichte erzählen und ein bisschen tratschen. So, genau. Und Donika, mit wem kannst du denn mal ein bisschen was machen? Wen haben wir denn da? Janet Bauer, Lust, auch eine junge Erwachsene. Ja, komm, dann quatsch die doch mal an. Auch zum Tanzen einladen. Und freundlich vorstellen. Mhm. Und Donika hat Level 3 der Tanzfähigkeit erreicht. Ja, ist doch prima. Ja, stell dich doch mal endlich vor. Weißt du jetzt? Immer noch nicht. Hallo, hier mal. Juhu. Ach, das ist doch fein. Es ist doch ein schöner Ladies Night. Genau, mal den Tag verschönern. Mal nach Tag fragen, über Arbeit beschweren. Ist das auch eine Arbeitskollegin? Ich weiß es gerade. Und da geht's Charisma hoch. Ja, super. Über Interessen reden. Und mal kennenlernen. Und ich habe schon wieder eiskalte Finger und tu die wieder vergraben. Ja, nicht so gut. Oh, wer ist das? Hi, wer bist du? Ah, Charlotte Krämer. Ja, toll, wen man hier alles trifft. Ui, sie ist sprunghaft. Mhm. Oh, und ich glaube, die Ladies Night ist rum. Das heißt, wir können nach Hause, ihr Lieben. Ah, wie wär's? Geh mal heim. Auf geht's. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Treffen und alles. Und die leckeren Getränke. So, ab nach Hause. Wo wohnen wir denn hier? Jetzt sind ja so viele Welten übrig, ey. Da fällt die Auswahl schwer, wo man wohnt. So, genau, die Fiona nehmen wir wieder mit. Und sonst niemanden. Nee. Gut, alles klar. Fiona muss natürlich wieder mit nach Hause. Was hatte ich aufgeschrieben? Ah ja, gut, okay, noch 6 Minuten übrig. Meine Güte, so war das ja eigentlich gar nicht geplant gewesen. Aber wenn man schon eingeladen wird, dann sollte man das natürlich auch mal annehmen, ne? Ich meine, wie ich immer feststelle, meine Sozialkontakte sind ja eh immer ziemlich mager gesät und ja, mal ein paar Leute kennenzulernen, schadet ja eigentlich nichts. Ach ja, so. Mal einen Schluck Wasser trinken. So, besser. Ich habe schon wieder so einen trockenen Hals. So, da sind wir wieder. Aber das sehe ich gerade, wir waren so unterwegs, ne? Oh Gott, wir hätten uns ja eigentlich auch mal umziehen können. Da merkt man mal, auf was ich generell nicht achte. So, du musst auf Toilette. Wie sieht's bei ihr aus? Da geht's noch. Sie muss auf jeden Fall ins Bett. Das bedeutet, liebe Fiona, komm mal hoch. Du kannst erstmal hier noch dein Knallbonbon öffnen. Hey, hallo. Knallbonbon. Da, öffnen. Und anschließend gehst du in dein Bettchen. So, schlafen. Und die liebe Donika, die geht bitte erstmal hier verwenden. Eigentlich wäre es schön, wenn du das mal aufwischen könntest. Dann öffnest du natürlich auch mal dein Bonbon für den Tag. Auch öffnen und auch schlafen gehen.
Zack. Und dann gucken wir mal, was die anderen da unten machen. Kira ist immer noch traurig. Oh, bist du müde? Oder was ist los? Du siehst aus, als brichst du gleich zusammen. Immer noch im Badeanzug. Ich hab's mit Bademantel, Leute. Ehrlich. Nee, komm, du gehst jetzt nicht ins Bett. Ausheulen. Nein, guck mal, da ist dein Schatzi. Jetzt ist er daheim. Jetzt kannst du dich über Probleme beschweren. Und dann kannst du mal, was kannst du denn mal machen? Umarmen tut bestimmt auch mal ganz gut. Und was kannst du denn sonst noch? Um Rat bitten, ja, komm. Und das machst du jetzt mal. Und dann darfst du auch was essen. Guck mal, dein Mann ist da. Der ist doch auch Familie. Guck doch nicht so traurig. Oh, Kira, ehrlich. Sag mal, hallo, du. Wir sind alle aus dem Haus und ich war ganz allein daheim und so einsam. Was soll ich denn da machen, Mensch? Und schon geht's ihr besser. Ja, man muss sich einfach nur mal richtig ausheulen, ne? Und dann darfst du dir auch was zu essen nehmen. Genau. Auch so ein Asia-Ding. Zack. Und du musst dann natürlich auch weiter essen. Genau. Und ich wollte eigentlich gucken, was war's? Oh, was steht da? Moment. Was ist das denn? Ein paar Bruchstücke und ein Papierfetzen. Entweder hat Fiona das... Was? Was? Entweder hat Fiona das Knallbonbon falsch bedient oder es war von schlechter Qualität. Na also ehrlich, ich finde die Dinger so witzig, ey, dass da überall immer mal was anderes rauskommt. Das ist der Hammer. Okay, Bruchstücke. Hast du hier jetzt irgendwelche Bruchstücke im Ding? Nee, eigentlich nicht. Okay. Gut, dann geh und schlaf. Und du bist noch am Aufwischen da? Ah, mal gucken, dass du auch nur das aufwischst und nicht irgendwie der halbe Garten mit, weil da deine Mama schwimmen war. Gut. Sie hört auf. Prima. Ich hatte nämlich Angst, weil ich sehe schon, hier ist auch wieder alles nass. Nicht, dass du wieder runtertappst und das auch aufwischen möchte. Also hier in dem Wohnzimmer würde ich mich wohlfühlen. Ganz ehrlich, das würde ich mir direkt so, wie es ist, gerade nach Hause holen wollen. Mit der ganzen Deko. Nix Gutes. Ihr habt diesmal alle kein Glück, oder? Ja, auch nur Bruchstücke und Papierfetzen. Na toll, na dann, gute Nacht. Geh schlafen. Halt. Was machst du schon wieder? Du solltest doch was essen. Kira, hallo, das Essen steht da. Och, dass die neuerdings immer aufhören. Hier, essen. Du und du auch. Hier, hast auch noch nicht aufgegessen. Gehst mal essen hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Leute, was macht ihr zwei denn? Setz dich hin und iss. Ja, von mir aus auch vorm Fernseher, wenn's sein muss. Läuft sie jetzt hinterher? Oder wo rennst du hin, Kira? Ja, gutes Ehepärchen. Genau, damit du nicht so einsam bist. Hast ja auch recht. Stimmt ja alles. Was guckt ihr denn da? Ah, Sportkanal. Okay, ja. Ist in Ordnung. Und Musik dabei. Ach komm, nee, also das ist gerade ein bisschen zu viel des Guten. Entweder Fernsehen oder Musik hören, ne? Boah, guckt Winter. Da, wir kriegen Winter. Mit Schnee und Snowboardbahn und keine Ahnung was noch. So, ja, das wäre schön, ne? Wenn es das mal gäbe. Ja. Und da wird Fußball gespielt. Ja. Das gibt's alles nicht bei Sims 4. Sorry, dass ich das mal so erwähnen muss. Wir können hier auch kein Schlittschuh laufen. Nein, das geht alles nur in Sims 2. Lalala. Nee, nicht. Es war gemein, ich weiß. Gut, du hast genug geguckt. Dann würde ich doch vorschlagen, dann tu du doch mal den Teller wegräumen und du darfst heute mal das Knallbonbon öffnen. So. Bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Und ja, Fernseher ausmachen. Genau. Hast du jetzt... Ih, mach doch das Geplärre da aus. Das ist irgendein Quasselsender, ich weiß. Oder wolltest du das gerade hören, Mäuschen? Und du darfst auch dein Knallbonbon öffnen. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was der Tobias heute kriegt. Zeig. Was machst du mit deinem Bonbon? Rumsbums. Und? Ah, eine Süßigkeit. Okay. Und er ist verspielt. Ja, das ist ja genau das Richtige. Und was hat Kira? Die freut sich. Kira freut sich. Moment, stopp. So schnell bin ich dann immer nicht mit den Dingen.
Im Knallbonbon von Kira war ein spezielles Plüschtier zum Sammeln. Außerdem gibt es wieder eine Scherzfrage. Und zwar, was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Okay, nicht Muschel, sondern eine Nuschel. Herrlich. Es ist so genial. Also da haben sie sich wirklich mal was Gutes einfallen lassen, muss ich sagen. So, du gehst hier hin und du gehst da hin und dann könnt ihr beide ins Bett, dann schlafen alle und dann kann ich hier mit dieser tollen Scherzfrage auch wirklich den Part beenden. Ich fand den eigentlich ganz gelungen. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es am nächsten Tag weitergeht. Dann haben wir Samstag. Keiner muss arbeiten, glaube ich. Oder kaum einer. Werden wir sehen. Gell? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.